Willkommen bei Swiss Trade. Ich möchte hier mal eine Situation zeigen, wo der Kurs, bevor er steigt, nochmals gewaltig nach unten schwappt. Gemäß Mark Chapman sind das die großen Market Maker, die sich günstige Einstiegspreise generieren. Schauen Sie jetzt dann. Und das ist. Parabolic Cell. Genau um 11.30 Uhr passiert. Also ich habe das schon oft beobachtet, dass es zu halben Stunden gerne passiert. Das ist jetzt schon eine. Also schon da sah es immer nach Long aus, oder? Ich bin ja da schon lang 50. Reingegangen. Der sogenannte Entry Cheese, also die Maus geht in die Falle da. Ich bin da schon in die Falle gegangen und jetzt vor dem großen Anstieg gibt es hier noch einen ziemlichen Dip. Ich habe aber zum Glück die Stop-Losses genug tief gehabt, beziehungsweise ich habe sie, glaube ich, noch nach unten gezogen. Also in diesem Fall ist die Stop-Loss-Erweiterung richtig gewesen. Es ist einfach wichtig, dass man diese Tricks 19, der Market Maker durchschaut. Steigen. Oh, das ist ein Mist. Einfach aufpassen. Also das Video habe ich am Freitag, den 4.5. aufgenommen. Und dann an einem möglichst tiefen Punkt. Down. Ja, ich erschrecke jetzt. Sehr schlecht. Auf einmal sackt der Kurs weit unter die Supportlinie. Da die Stops. Ja, und das ist jetzt normalerweise den Stopp erweitern. Das sollte man nicht. Das war aber in diesem Fall völlig richtig. Mein Konto geht ins Negative. Oh, jetzt ist schon minus 200. Ja, ich erschrecke. Und bald, jetzt kommt das Rallye nach oben. Und das ist genau um 13.30 Uhr. Da haben wir jetzt nein, halt. Um 11.30 Uhr. 11.30 Uhr. Also hier, die Zeit des Servers ist um eine Stunde früher. Das ist also genau 11.30 Uhr. Den verkaufe ich aber sobald. Ich hätte da gar nicht in Panik kommen sollen. Sobald der im Plus ist. Sozusagen ein Wagenheber. Ja, das war der Trick einiger großer oder eines einzigen großen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass ein einziger sowas zustande bringt. Aber vielleicht sind diese auch die Großen abgesprochen miteinander. Jetzt haben die da sehr günstige Einstiegskonditionen gehabt und garnieren ab. Also die Stops, die zu nahe waren, die wurden abgegrast. Was eigentlich typisch ist, jetzt habe ich das ausgesetzt in diesem Dip, auch sehr wichtig, zur halben Stunde gibt es oft solche Dips. Ja, genau, das habe ich dann im Nachhinein bemerkt. Es war genau um 11.30 Uhr. Und da im Nachhinein, ich spule jetzt ein bisschen schnell, geht das dann massiv nach oben.
da trotzdem Mühe mit. Da hätte ich jetzt nicht schon so viel glattstellen müssen. Es geht da noch viel weiter nach oben. Nein. Ja. Also das war ein sogenannter, hier war der Entry Cheese und da war das Stockfishing und nachher ging es hinauf. Also das ist ein sehr wichtiges Ding, dass man das sich bewusst ist, dass man die Stop-Losses halt nicht zu eng setzt. Gut, dann bis später bei Swiss Trader.